gebe ich Sebastian. Okay, ich würde sagen, wir starten, oder? Ja. Let's get ready to rumble! Die Sebastians. Der Podcast mit Sebastian Glate und Sebastian Heige. For the thousands in attendance and the millions watching around the world. Die Sebastians. Wir heißen euch willkommen. Sagt man noch, wir heißen euch willkommen? Ich glaube fast nicht mehr. Ich glaube, aber wir kann sagen es noch sagen. Servus und Hallo an der Stelle. Mein Name ist Sebastian Glate. Und ich bin Sebastian Heigl. Und zusammen sind wir? Ja, die Sebastians. Wer hätte das gedacht? Das ist überraschend und gleichermaßen witzig. Das ist das Gute daran. Aber man muss an der Stelle erwähnen, in der Vorbereitung zu diesem Podcast, was wir gebrainstormt haben, um diesen Namen zu erreichen. Ne? Also kein Witz jetzt an der Stelle. Ich glaube, wir haben uns 2 Stunden in den Raum hier eingesperrt und haben sogar mit Flipchart, so ganz Mitte der 2000er, haben alle, einen Namen überlegt. Management-Methoden abgefühlt. Hast du noch einen Namen im Kopf? Ja. Also ich weiß nur, einer meiner ersten Vorschläge war Leberkars Ultraschall, weil es irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen Reibung hat. Ne? Das war, aber das haben wir dann auch, nachdem wir selber nur eine Sekunde drüber gelacht haben, auch wieder verworfen. Da stellt sich nur die Frage, was machen wir jetzt hier eigentlich, Sebastian? Wir haben uns zusammengetrommelt, kurze Erklärung, ich glaube, das ist an der Stelle ein bisschen nötig, auch um einen Podcast zu machen, das heißt ein jederzeit abrufbares Audio-Medium, das es im Internet zu finden geben wird. Wir wollen euch Menschen vorstellen, Menschen, die coole Dinge tun. Coolere Sachen als wir. Generell interessante Tätigkeiten ausüben, interessante Sachen entwickelt haben, erfunden haben, die man vielleicht jetzt auf den ersten Blick oder aufs erste Hören nicht im Sinn hätte, aber man sich doch dafür interessieren könnte. Und diese Leute wollen wir euch näher bringen. Ich habe es ein bisschen verkompliziert erklärt. Ich fasse es nochmal zusammen. Interessante Leute, die was Interessantes machen, was nicht ganz alltäglich ist. Und wir werden sie einmal durch den Fragenwolf drehen, ne? Okay. So. Ich würde sagen, In Medias Res, ein Podcast, der von Gästen lebt, soll auch mit Gästen bespielt werden. Wir haben uns eine Gästin als ersten Gast ausgesucht. Willst du sie mal kurz introducen, Sebastian? Lieber Sebastian, natürlich introduce ich unsere Gästin sehr gerne. Und zwar bei uns heute zu Gast ist die wunderbare Maresa Selmayr. Sie ist Synchronsprecherin, Radiomoderatorin und macht noch viele andere interessante Dinge. Vermute ich mal, hoffe ich mal, aber das werden wir im Laufe dieser Sendung noch herausfinden. Und wir heißen Sie herzlich willkommen. Servus, Maresa Selmayr. Hallo Sebastian. Geht's dir gut? Ja, mir geht's sehr gut. Schön, dass ich heute hier sein darf. Vielen Dank. Ja, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast, sage ich immer. Ja. Genau, und wir wollen einfach mal mit einer Kategorie beginnen. Wir haben uns nämlich was überlegt, vorab kurz erwähnt. Weil es ja die erste Folge ist, bedarf es ein bisschen Erklärung immer am Anfang. Ich weiß nämlich auch noch gar nichts. Wir haben uns eine Kategorie überlegt, beziehungsweise eine kurze Kennenlernrunde. Ja? Das kennt man ja noch, wenn man zum Beispiel im Schullandheim war. Früher hat man sich den Ball zugeworfen und hat man gesagt, hallo, ich bin der Sebastian aus der 5B und ich mag gerne Musik machen. Bei uns ein bisschen anders, und zwar heißt es das schnelle Fragengewitter. Wir werden dir innerhalb von knapp einer Minute ein paar Fragen stellen. Das sind immer ganz kurze Fragen und wir bitten dich daher, kurz und prägnant zu antworten, damit wir es innerhalb einer Minute schaffen. Wenn wir das nicht schaffen sollten, wenn die Zeit vorbei sein sollte, gibt es am Ende so eine klassische 60er-Jahre-Fernsehexplosion. Und wenn diese Explosion erklingt, ist es leider vorbei. Bist du ready, Maresa Selmayr? Yes, I am. Und wir sind ready, mehr über diese Frau zu erfahren. Sagen Sie mal, wer sind Sie? Stellen Sie sich doch mal vor. Die Sebastians und das schnelle Fragengewitter. Heute mit Maresa Selmayr. Servus. Hallo. Wenn du Serien guckst, lieber im Synchro oder im Originalton? Originalton. Berlin oder München? München. 90er Trash oder Hipper Elektro? 90er Trash. Küssen beim ersten Date, ja oder nein? Nein. Lieber viele Kinder oder viele Katzen später mal? Viele Kinder. Zweite Nachkommastelle von Pi. 1, 4. Heiraten oder lieber das Hippie-Leben leben? Heiraten. Beziehung oder One-Night-Stand? Beziehung. Scrubs oder Friends? Friends. Falafel oder Schweinebraten? Schweinebraten. Oktoberfest oder Tomorrowland? Oktoberfest. Star Wars oder Herr der Ringe? Herr der Ringe. Feiern gehen oder zu Hause chillen? Feiern gehen. Cowboy oder Indianer? Indianer. Und da war's vorbei. Oh, jetzt war ich gerade so schön drin. Jetzt warst du. Ja, davon lebt dieses Format. Dass man sich 99. Nee, wie viele Sekunden hat eine Minute nicht 99? Eine Minute hat 99 Sekunden. Sebastian Glate. ja, ja.
Genau, also, dass man sich 59 Sekunden lang sehr unwohl fühlt und dann, wenn es gerade gut wird, ist auch schon wieder vorbei. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal ein paar kurze Impressionen über dich erhalten. Bei der Frage Tomorrowland oder Oktoberfest kann ich mich nicht entscheiden, weil ich beides nicht so absolut geil finde. Okay, in welche Riege von Festivität würdest du dich stecken persönlich? Also eher gleich mal ein Veranstaltungstipp. Ich war letztes Jahr auf dem Monticule-Festival in Frankreich, ein ganz kleines Elektro-Festival. Und da hat es mir besser gefallen. Und ich bin auch so ein bisschen, ich war mal ein Wiesenhasser, mittlerweile gehe ich wieder. Kinders, lasset uns doch mal auf das eigentliche Thema gehen, nämlich auf unsere Gästin. Wir haben jetzt einen kleinen Einblick auf dich gekriegt, in dich gekriegt. Marisa, du bist Synchronsprecherin. Erzähl uns doch mal kurz für alle, die da draußen, die jetzt nicht so affin damit sind. Das sind die Leute, die den amerikanischen oder anderssprachigen Schauspielern in importierten Filmmaterial eine Stimme verleihen. Richtig. Es ist kein Lehrberuf. Wie zur Hölle kommt man da hin? Also, bei mir war es so, dass ich angefangen habe mit 8 Jahren. Und die beste Freundin meiner Mutter ist Synchronregisseurin und Dialogbuchautorin. Und das war damals Franklin, die kleine Schildkröte, und lief auf Kika, und Franklin hat eine kleine Schwester bekommen, Harriet, und das war dann meine erste Rolle. Und das habe ich an meinem 8. Geburtstag, glaube ich, stand ich dann zum ersten Mal im Synchronstudio, und es kam, meine Mama hat immer gesagt, du redest so viel, es muss mal irgendwas getan werden. Und dann hat sie gesagt, Kind, mach das, und das habe ich dann auch während ich im Gymnasium war, immer weitergemacht und bin dann nach München gezogen, habe dann anfangs noch Nachhilfe gegeben und so, das war dann mein Job, und dann irgendwann kam da immer mehr dazu, und jetzt ist es eigentlich, würde ich fast sagen, mein Beruf. Du kommst ja aus einer sehr schauspielaffinen Familie. Glaubst du, dass dadurch, dass deine Familie schon so ein bisschen in dem künstlerisch darstellenden Metier daheim ist, dass es dir dadurch leichter gefallen ist, dort einen Einstieg zu finden? Das glaube ich auf jeden Fall. Also ich habe das immer mitbekommen als Kind, der hat Premiere und da läuft gerade was im Fernsehen und da müssen wir unbedingt den Artikel über den lesen. Also es war irgendwie immer präsent, und ich habe früher auch überlegt, ob ich Schauspielerin werden möchte, und habe auch in der Theatergruppe und so weiter mitgespielt. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass da meine Familie da auf jeden Fall, mein Onkel spricht ja auch synchron, dass die mir da auf jeden Fall auch sehr geholfen haben und die auch wussten, wie es ist und worauf es da ankommt. Und die mich aber gleichzeitig auch nie zu irgendwas gedrängt haben, die nie gesagt haben, du musst dich jetzt ins Studio stellen und hier Geld verdienen. Es ist eigentlich so ein Vorurteil, was die Synchronsprecherei angeht, dass man sagt, es ist eigentlich ein Familienbusiness. Du musst eigentlich reingeboren sein, beziehungsweise deine Eltern müssen da arbeiten. Du musst irgendwen kennen, der da arbeitet. Du kannst dich jetzt nicht irgendwie so einfach drauf bewerben oder du kannst das nicht klassisch lernen. Klar gibt es Sprecherausbildungen, Deutsche Pop und so, die ganzen privaten Hochschulen. Aber es ist jetzt nicht sowas, dass man sagt, okay, dann bin ich safe drin, sondern es unterstreicht das Klischee ja schon, was du gerade erzählt hast. Das ist wahr, das stimmt. Ich weiß aber auch, dass viele Synchronsprecher und Synchronregisseure, zum Beispiel auch die Sabine Bullmann, die Lisa Simpson spricht, die probiert sehr viele neue Stimmen aus und die holt sich auch Leute, die sie mal auf der Straße, also wirklich die Leute, von denen sie sagt, hey, du hast eine tolle Stimme, willst du es mal anprobieren, die holt sie sich ins Studio. Und das finde ich auch sehr wichtig. Aber es stimmt schon, es ist meistens, also die beiden häufigsten Wege sind, du hast als Kind angefangen oder du bist Schauspieler und bist fertig ausgebildeter Schauspieler und bewirbst dich dann halt und musst dich dann aber auch wirklich durchbeißen am Anfang mit verschiedensten Rollen. Also du musst zum am Beispiel Anfang unschöne Sachen. Nein, gar nicht. Ich habe wirklich schon vieles gesprochen. Auch Sexszenen, die sind eigentlich immer am witzigsten. Kurze Nachfrage an der Stelle, wie spricht man eine Sexszene? Werden Pornos überhaupt noch synchronisiert? Ja, werden sie. Nee, stopp, tatsächlich. War das ein Porno oder war das eine Sexszene in einem normalen Unterhaltungsfilm? Es gibt, glaube ich, sogar einzelne Porno-Synchronsprecher. Das weiß ich aber nicht. Aber ich habe noch nie ein Porno synchronisiert. Aber die Sexszenen sind sehr, also das ist eigentlich relativ witzig. Ich stehe dann in meiner Kabine und dann stöhne ich eigentlich so ein bisschen vor mich hin und dann also meistens, wenn ich knutsche, dann küsse ich meine Hand so. Also ich küsse dann immer so meinen, wie nennt man denn das? Daumen.
Nee, den Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger. Hand. Also sag mir, ja, ich küsse dann meine Hand, also ich mach mal. Ich guck mal, ja, ich muss dann natürlich gucken, wie lang ist der Kuss und wie intensiv und wie zungenlastig, aber ich kann gerne mal vorstellen. 4 Sekunden zungenlastig. Nein, das war jetzt, ich muss doch ein okay. Bild sehen, Freunde. Ihr könnt euch gerne küssen, ich kann das. Der Blick hat sich sofort im Raum getroffen zwischen Sebastian Glate und mir. Okay, nee, also das ist dann hier so ein von Bussi zu längerem Kuss. Also ich küsse dann meine Hand und sehr witzig ist es dann auch, wenn ich habe neulich mit einem Kollegen zusammen eine Kussszene gesprochen und wir standen dann beide nebeneinander. Unsere Hände küssend und auf den Bildschirm starren. Das war sehr lustig. Also jeweils... Und habt ihr noch verträumt in die Augen geguckt. Natürlich. Jeweils die eigene Hand oder die Hand des jeweils anderen, um so ein bisschen Intimität zu herzustellen. Jeder die andere Hand, traurigerweise. Nochmal back to the roots, zu unserer Ausgangsthematik. Ist es ja auch oft so, wenn eine Familie oder sagen wir mal jetzt so das soziale Umfeld in der Kindheit sehr an einem Thema verhaftet ist, dass man dann eigentlich eher so eine Reaktanz darauf bekommt. Also dass man eigentlich sagt so, boah, auf euren ganzen Schauspieler, ich habe keinen Bock mehr auf die Premiere von, weiß ich nicht, Pumuckl 3 zu gehen und ich hab einfach keine Lust mehr drauf. Ich will jetzt, ich weiß nicht, Geograf werden oder halt irgendwie in eine ganz andere Richtung zu gehen, weil einen einfach so diese Allgegenwärtigkeit des Themas irgendwie so abstößt. War das bei dir nie so? Bei mir war das nie so, aber ich glaube, dass es daran liegt, dass mein Papa Zahnarzt ist und meine Mutter Lehrerin. Also es sind wirklich alle Schauspieler außer meine Eltern. Also die haben das schon sozusagen, die haben den Prozess schon durchgemacht. Genau, die haben dann gesagt, kein Bock okay. auf die Scheiße. Und meine Brüder und ich haben dann gesagt, okay, wir haben schon eher wieder Bock auf die Scheiße. Was machen deine Brüder an der Stelle? Meine Brüder sind, also mein ältester Bruder ist Rechtsanwalt. Mein Halbbruder, muss man der auch ist aber gut schauspielern können. Der ist aber auch Rechtsanwalt bei so einer Sat.1-Sendung. Da wird der Glatze bei Alexander Holt. Ja, Richter Alexander Siedelmeier. Genau, der ist Rechtsanwalt und mein ältester Bruder und ich habe 3 Brüder. Meine Brüder sind alle älter als ich. Und der Älteste ist Rechtsanwalt, der Mittlere ist Schauspieler und der Jüngste ist auch Schauspieler. Also mein mittlerer Bruder ist vor allem Fernsehschauspieler, der spielt bei Hubert und Stöller mit. Und der, ich sage immer mein kleiner Bruder, aber er ist 7 Jahre älter als ich, der ist gerade in Bochum am Staatsschauspiel. Für alle Freunde des Vorabendprogrammes, wen spielt er denn bei Hubert und Stöller? Den Riedl. Den Riedl, so schaut das. Ah, ist das genau. Der Sidekick von den beiden, der immer im Polizeipräsidium abhängt? Genau, der ist so ein bisschen blöd ist. Ah ja, geil. Du hast gerade schon deine Family angesprochen. Wir haben übrigens auch, das wollte ich vorher noch sagen, nicht nur deinen Wikipedia-Artikel gelesen. Sondern auch unformatiert ausgedruckt. Unformatiert ausgedruckt, damit er auf so einen schönen DIN A4-Zettel passt. Ich weiß nicht, hast du deinen aktuellen Wikipedia-Artikel mal im Kopf? Weil der ist auch eine schöne Liste, was du schon alles gemacht hast, getan hast. Du hast vorhin schon angesprochen, du musstest auch viel Blödsinn machen. Was war denn so nach der Schildkröten-Story deine erste Sache, wo du gesagt hast, okay, das hat Bock gemacht zu synchronisieren? Also ich muss sagen, es ist eigentlich mein Traumjob, weil mir fast alles Bock macht zu synchronisieren. Und das ist wirklich von, ich bin nicht persönlich nicht so der Manga-Anime-Fan, aber trotzdem macht es mir total Spaß, diese Filme zu sprechen. Und ich habe ganz, ganz viel gemacht, also auch von den allen möglichen Disney-Serien bis zu irgendwelchen eher Arthouse-Filmen auch. Okay. Also das ist wirklich, ich kann auch gar nicht sagen, was so mein, ich glaube in dem letzten, ich kann es vielleicht in der letzten Zeit eingrenzen, habe ich eine Serie gesprochen, die heißt Will und die geht über William Shakespeare, das war auch das mit dem Knutschen und da hat mir die Serie einfach total gut gefallen und auch die Schauspielerin, die ich spreche, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wo glaubst du denn, weil also das Synchronsprechen ist ja, also sagt man ja zumindest, ist eine deutsche Volkssport, ne? Weil zum Beispiel, also ich glaube, die Italiener synchronisieren auch noch relativ viel, aber so in zum Beispiel... Spanien auch, glaube ich. Ja, die können ja auch nur Spanisch, das hilft ja nichts, ja. Aber zum Beispiel so in den Benelux-Staaten oder auch in Skandinavien weiß man ja, da läuft eigentlich alles in O-Ton
mit Untertitel. Du hast jetzt selber auch schon gesagt, wenn du selber Serien guckst, oftmals ist es einfach geiler im Originalton. Oder, ja, du darfst gleich. Mhm. Ich stelle sehr lange komplizierte Fragen. Na, da muss man sich gewöhnen. Ist auch immer wieder für mich selbst überraschend. Ich finde zum Beispiel auch, dass es eigentlich bei vielen Sachen, wenn es nicht meine Englischfähigkeiten überschreitet, die O-Fassung geiler ist. Glaubst du denn, dass jetzt auf die nächsten 20 Jahre gesehen das Synchron-Business in Deutschland noch eine Zukunft hat? Ich hoffe es natürlich. Und ich glaube es auch, weil es einfach auch viele Leute in Deutschland gibt, die nicht so gut, immer noch gibt, die nicht so gut Englisch sprechen und die das auch gewöhnt sind. Und es ist auch einfach so, Filme, Blockbuster, die kommen in den normalen Kinos, kommen die in deutscher Sprache raus. Und ich finde erstens für die Leute, die nicht so gut Englisch sprechen und manchmal, ich habe nicht gesagt, dass ich, bei mir ist es so, dass ich die Filme deswegen im Originalton kenne, weil ich mir mittlerweile immer die Leute, weil ich ja auch die Personen hinter den Stimmen kenne und dann stelle ich mir die auch immer vor. Auch einfach, dass ich auch manche Synchronstimmen sind einfach legendär. Also ich finde, Matthew McConaughey hat eine Wahnsinnsstimme, auf Englisch natürlich, seine normale Stimme, aber ich mag auch die Synchronstimme einfach total gern. Und bei mir ist es immer so, dass ich es manchmal davon abhängig mache, wer ist denn der, also wenn ich mir einen Film, ich habe mir jetzt Milk mit Sean Penn angeguckt und ich mag den Synchronsprecher total gerne, dann habe ich mir es auf Deutsch angeguckt. Also so ist es eher bei mir. Okay, also ist dann eher so eine Geschmackssache. Ja. Also es heißt ja immer, dass die deutschen Synchros dann oft Gags verschlucken, inhaltlich. Von den Stimmen abgesehen, es sind ja durchaus starke Stimmen dabei. Könntest du mir jetzt ein Beispiel nennen, wo du persönlich, die im Business arbeitet, sagst, okay, da zum Beispiel, das war eine gute, gelungene deutsche Synchro, inhaltlich sowie stimmlich? Also ich finde, dass Scrubs sehr gut synchronisiert wurde. Da gab es mal dieses Beispiel mit den Kilometastasen und dann auf Englisch ist es. Tumor und Tremor. Genau. Und dann wurde es von, das sind keine Metastasen, sondern Kilometastasen. Und sowas ist halt, das ist dann halt vor allem auch der Job des Autors, ein Dialogbuchschreibers, das auch irgendwie umzusetzen. Da kommt es sicher auch an, bei welcher Produktion man total arbeitet, oder? Ja, das stimmt. Also wenn alles da passt, wenn alles von den Lippenbewegungen, wenn alles passt, wenn es von der Schnelligkeit her passt, wenn es von den auch noch am besten sprachlich schön ist, dann ist die Arbeit am schönsten, dann geht es auch am lockersten durch und das macht am meisten Spaß. Also wenn jetzt so ein Oberdepp wie ich zum Beispiel, der keine schauspielerische Ausbildung hat und keine Sprecherausbildung hat, aber Bock hätte auf Synchron, hätte ich überhaupt noch eine Chance, auch reinzukommen? Du kannst dich natürlich, man kann natürlich immer Sprachproben aufnehmen und die an die Firmen schicken und sich dann immer wieder anrufen und sagen, hey, ich würde das gern machen, könnte ich mal da, und dann wird es halt am Anfang, wenn es klappt, es ist halt auch immer so eine Sache, wie viel die Firmen auch zu tun haben, wie viel kleine Rollen sie haben und mich haben schon so viele Leute gefragt, hey, ich will das auch so gern machen, und ich sag, ja, dann nimm Sprachproben auf und schick die und daran scheitert es einfach schon mal, weil du musst einfach total dranbleiben und wirklich auch Bock haben drauf und verfügbar sein. Aber das ist ja immer Zeit. So, ne? Ja. Die Leute denken sich immer, ach ja, die geht da ins Studio und spricht da ein bisschen und das ist ja immer nur schön und das ist ja total einfach und ich sitze hier 8 Stunden im Büro und muss die ganze Zeit Kaffee trinken gehen und so, weißt du, und denkst du, ach, das ist ja so viel einfacher als mein Job. Bullshit, ja. Das ist genauso wie mit Schauspielerei. Kann auch nicht jeder sagen, ach ja, der geht da einfach hin und bla bla bla. Es ist halt oder sagt, ja, ich mache jetzt einfach mal einen Podcast, das kann ja jeder. Ja. So einfach ist es nicht, Freunde. Ja. Das kann nicht jeder einfach sehr irgendwas machen. Sehr viel Arbeit und Vorbereitung reingesteckt und das ist jetzt mal nicht gelogen. Das stimmt. An der Stelle noch, du hast es gerade erwähnt, Sebastian, mit örtlich flexibel sein. Wie ist es, wo wird synchron in Deutschland, wo ist das Business? Ich dachte immer, das wäre in Berlin. Wir sind hier in München. Ist es, also München und Berlin sind die Hauptstandorte. Auch in Hamburg und Köln gibt es Studios. In Berlin werden auch die größten Blockbuster mit den Hollywood-Stimmen auch gemacht, aber München und Berlin teilen sich das so ein bisschen. Okay, Berlin hat noch ein bisschen mehr, aber wir machen in München jetzt auch nicht wenig, würde ich sagen. Was ist denn so? Was könnte man so als einfacher Landmann kennen, was in München synchronisiert wurde? Harry Potter beispielsweise. Komplett? Ja. Cool. Ja, oder Game of Thrones. Ich kann eine Serie empfehlen, die ich gesprochen habe, die heißt The Fall. Ich glaube, die gibt es mittlerweile auch auf Netflix. Ist damals auf ZDF gelaufen.
Die haben wir mir auch. Siehst du mal, ZDF war vor Netflix drin, ne? Noch einmal was Schlechtes über die Öffentlichen. Nee, das hat mir sehr gut gefallen, aber es gibt super viele Sachen, die auch, zum Beispiel auch Pokémon wird immer seit Jahren in München. Wo wird Dragon Ball Z synchronisiert? Tommy Morgenstern? Das in Berlin. Nee. Ja, Tommy Morgenstern ist ein Berliner. Aber ja, Pokémon habe ich heute zum Beispiel gesprochen. Was hast du denn gesprochen für alle Nerds da draußen? Pokémon. Ich habe ein Pokémon gesprochen, das heißt Lamellux. Lamellux? Wie macht das? Das ist ein Pilz und das macht Lamellux. Also meine Mitbewohnerin studiert Medizin und dann erzählt sie mir, ja, und heute haben wir die OP gemacht und das. Und ich sage, ja, ich habe heute 18 Mal in der Stunde Lamellux gesagt und fühle mich ein bisschen schlecht. Aber ja. Ja gut, wir waren gerade bei deinen Rollen. Was waren sonst deine jüngsten Errungenschaften im Synchronbereich, wo du sagst, okay, das könnte man vielleicht kennen, das ist Marisa Sedlmayr. Was hast du gesprochen? Ich habe das, was man am meisten kennt, ist wahrscheinlich Game of Thrones. Da spreche ich Tyene. Ich spoiler jetzt mal nichts aus der aktuellen Staffel. Aber rein hypothetisch. Wer ist das? Also ich schaue Game of Thrones, aber wer ist Tyene? Die Sandschlange mit den kurzen Haaren, die in der 5. Staffel den Bronn im Gefängnis. Aus Dorne. Genau. Ja. Ja. Aber du, rein hypothetisch, wüsstest du jetzt eigentlich schon, wie es weitergeht, weil du ja die Drehbücher kennst. Ne? Nee, ich wusste es tatsächlich vor der 7. Staffel, aber die 8. Staffel, die sprechen wir dann auch erst. Oder die ist ja noch nicht fertig. Genau. Aber ihr müsst was unterschreiben, ne? Dass er nichts. Ja. Dann sag doch mal deswegen was. Deswegen darf ich also meine aktuellen Sachen gerade okay. Leider, zum Beispiel Will. Also Will kann ich auch ans Herz legen als Serie, das habe ich gerade gesprochen. Oder du hast auch viel Kinderfernsehen gemacht, ne? Disney Channel war was, magst du mal was? Ist es dir unangenehm oder kann man darüber reden? Nee, gar nicht. Also ich habe beim Disney Channel habe ich die Serien Shake It Up und Liv und Maddie synchronisiert. Und bei Liv und Maddie war das natürlich besonders cool, weil ich da Zwillinge gesprochen habe. Die heißt, Protagonistinnen. Beide. Ja, Liv und Maddie. Hast du da auch so eine kleine Persönlichkeitsstörung davon getragen? Ein bisschen, in der Tat, ja. Also Marisa. es war ein bisschen so, ich habe dann auch immer, also habe mich dann einmal im Studio kurz gedreht, wenn ich die Rollen gewechselt habe. Wow. Und, aber bei so einem Streitgespräch kann einmal schwindlig werden. Aber das ist ein Berufsrisiko dann, oder? Gibt es dafür eine besondere Versicherung? Kann man seine Stimme eigentlich versichern lassen? Ich glaube, man kann das machen. Ich habe es aber nicht. Weil J-Lo hat zum Beispiel ihren Arsch versichern lassen. Tatsächlich? Das war doch, also bei mir in der 5. Klasse in der Schule haben mir das ganz viele verschiedene Kinder erzählt. Und wenn es dir mehr als 5 erzählen, dann muss es stimmen. Dann stimmt es, ja. Wenn du wirklich zwei Leute sprichst, wie schaffst du es stimmlich, ist ja schon eine Leistung. Du musst ja einen Unterschied schaffen, ne? Ja. Also damit auch, weil es ist ja für Kinder. Sie dreht sich, das hat sie doch schon gesagt. Naja, aber schau mal, ist mal ernst gemeint, es ist ein Kinderpublikum und Kinder sind da oft hellhöriger und merken das auch. Wie schaffst du das? Also kriegst du da eine Anweisung oder ist es für dich so, die eine spreche ich tiefer, die andere spreche ich heller? Also, das ist hier so, für mich ist beim Synchronsprechen das Wichtigste, dass ich möglichst nah am Originalton bin und bleibe, weil du hast ja gesagt, es geht viel verloren und ich möchte da halt möglichst viel auch vom Original transportieren. Und das war halt so, dass die auch unterschiedliche Charaktere haben und wir haben es nicht so gemacht, ich spreche erst die eine und dann antworte ich mit der anderen, sondern ich habe erst Maddie meistens gesprochen. Das ist die mit der, das war die tiefere, die coole, sportliche. Und dann, kannst du gerne mal nachmachen auch. Also ich habe die nicht im Kopf, ich habe das nie geguckt. Weiß nicht, sagt sie was? Ich bin gespannt, aber nicht. Ihr seid zu alt, glaube ich. Ja. Okay, also Maddie würde zum Beispiel sagen, Bam, was? Ich habe voll Bock, Basketball zu spielen. Wie sieht's bei dir aus, Liv? Und Liv würde dann antworten, oh Mann, Maddie, ich habe überhaupt keine Lust darauf. Du weißt, dass ich Basketball hasse. So, das wären. Ja. Aber jetzt schon mit Rollenklischee auch, oder? Ja, das natürlich. Wird vorausgesetzt, also, aber auch wahrscheinlich von den Produzenten, das oder? Dass du. Also es gab da ein Casting halt auch zu Liv und Maddie so, und da wurde halt wirklich darauf geachtet, wie unterschiedlich können die zwei Stimmen, also
klingeln. Mhm. Es ist ja auch eine Schauspielerin im Original, die die gespielt hat. Okay. Würdest du sagen, würdest du sagen, dass du generell eine andere Stimme ansetzt oder mit einer anderen Stimme vors Mikro gehst, wie du jetzt hier mit uns sprichst? Ja, das würde ich schon sagen, wobei ich es immer versuche auch zu vermeiden, weil ich manchmal manchmal höre ich synchronisierte Filme und die klingen einfach nur unnatürlich, weil irgendjemand so auf seine Stimme drückt. Und das mag ich zum Beispiel überhaupt nicht und das versuche ich auch zu vermeiden. Aber es ist so anders, weil ich natürlich irgendwie, weil ich habe ja nur meine Stimme, mit der ich transportiere. Den Schauspieler sieht man und der hat auch seine Gestik und so weiter, aber bei mir ist es nur die Stimme, die ich irgendwie versuche, auf den zu übertragen. Es ist ja zum Beispiel so, glaube ich, verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber Bart Simpson wird ja, glaube ich, von einer Frau auch synchronisiert. Mhm. Gibt es das auch, dass manchmal Männer von Frauen synchronisiert werden oder könntest du einen Mann synchronisieren? Ich könnte auf keinen Fall einen Mann synchronisieren. Ich habe meinen kleinen Jungen auch gesprochen. Und Bart Simpson ist, Sandra ist auch, also die ist, glaube ich, also sie ist eine erwachsene Frau. Aber ihr kennt euch und seid per Du, oder wie? Ja, weil Sandra hat in Lilifee, ich habe Prinzessin Lilifee synchronisiert und Sandra war Pupsi. Und Pupsi ist das Schwein, der beste Freund von Prinzessin Lilifee. Und da waren wir zusammen, also ich war da erst 14 und da waren wir zusammen auf der Premiere in Köln und das war sehr lustig. Was ist so eine Prinzessin Lilifee Catchphrase? Flieg mit mir nach Rosarien, denn Rosarien ist der schönste Ort, den es gibt. Schön. Aber ich kann nicht mehr so sprechen wie damals. Aber was sehr witzig ist, Fun Fact, Sandra spricht auch Hilary Swank zum Beispiel. Ach was. Aus Million Dollar Baby. Ja. Also, ja, es ist sehr gut, wenn man wandelbar ist. Gibt es irgendeinen Kollegen oder eine Kollegin, wo du sagst, okay, das ist eine bekannte Stimme, dachte ich eigentlich nie, dass ich mit der mal abhängen würde oder so und jetzt könnte ich die anrufen? Ja, gibt's. Zum Bleistift? Oh wow. Gott, oh Gott. Dieser Witz wird ihn präsentiert von dem Jahr 1995. Das Traurige ist, weißt du, ich habe das in meinem Sprachschatz, ohne dass ich das als Witz meine, das macht es noch trauriger. Das macht es wirklich richtig traurig. Wollen wir darauf nicht weiter eingehen. Ich habe da übrigens ganz kurz die ganze zum Bleistift-Sammlung. Ja, das ist übrigens die Schuld deines Onkels. Ne? Das ist nämlich ein alter Bully-Parade-Gag. Den hat dein Onkel mal in einem Sketch gebracht und ich fand den das Kind mega lustig. Wollen wir mal auflösen, wer Onkel anderen ist, wenn wir das die ganze Zeit sagen? Oder wir halten den Spoiler hoch. Ja, genau. Lesen Sie Marisa Sedlmayers Wikipedia-Artikel. Du kannst es auch selber auflösen. Also mein Onkel ist Christian Tramitz, aber meinem anderen Onkel, dem Bruder von Christian Tramitz, habe ich so eine kleine Sammlung mit zum Bleistift setzen. Zum Beispiel, dass man auch guten Hunger sagt, bevor man was isst. Oder also ganz so ein paar unangenehme. Oder herzlichen Glühstrumpf. Genau. Der ist wirklich besonders fies und dann. Der muss in unsere Sammlung. Nee, wir haben irgendwie drüber gesprochen und seitdem haben wir eine Sammlung an lustigen Begriffen. An so unangenehm coolen Dad-Joke-Begriffen. Die fallen jetzt natürlich ist. Man muss dazu sagen, man sieht es ja nicht, Marisa hat gerade ihr Handy rausgezückt und schaut jetzt nach coolen Synchronsprechern. Ja, mit der Stimme von Lisa Simpson, Sabine Bohlmann, mit der habe ich auch die Serie Liv und Maddie zusammen gemacht. Und die ist sehr, also mit der verstehe ich mich sehr gut und wir machen auch so mal was oder auch mit dem Schwarzmeier, der zum Beispiel Harry Potter in den ersten beiden Filmen gesprochen hat oder Max Felder, der Ron Weasley gesprochen hat oder also ich könnte euch die ganze bucklige Verwandtschaft sagen, sozusagen. Ja. Du, ja, sorry, wolltest du noch was sagen? Nee, eigentlich nichts mehr wichtig. Gibt es eine Produktion, wenn man dir die jetzt unter den Latz halten würde, wo du sagen würdest, never ever, würde ich inhaltlich nicht machen oder ich würde die Rolle nicht sprechen oder sonst irgendwas. Hast du irgendwie für dich Grenzen gesetzt, wo du sagst, niemals? Tatsächlich glaube ich keine. Ich mache alles, Kinder. Ja. Nee, also wirklich von, ich finde, für mich gibt es auch irgendwie, ich sag auch nicht, ich bin mir zu schade, um irgendwie, keine Ahnung, nur wirklich, ich finde, es hat alles irgendwo, alles ist irgendwo herausfordernd und ich habe auch wirklich Bock, alle möglichst verschiedene Sachen zu machen. Ich will nicht sagen, ich mache jetzt nur noch Arthouse und Indie-Filme, die mir wirklich am Herzen liegen, sondern mir geht es vor allem darum,
um die Arbeit im Team und auch wenn man Produktionen hat, die einem oder die dem Team auch nicht so gut gefallen, egal, dann ist man trotzdem als Team irgendwie zusammen und isst dann Kuchen in der Mittagspause und lacht drüber, was gerade, was man da gerade gemacht hat. Also es ist kein Bewerbungsgespräch hier, ne? ich arbeite sehr gerne im Team. Nein. Buchen Sie Marisa Seelmeier. Es ist wirklich so, dass es nicht so oft, also für mich nicht so darauf, natürlich auch, was man macht, ist natürlich, wenn man eine geile Serie macht, hat man total Spaß und hat auch totalen Ehrgeiz. Aber wenn ich, mir ist es viel wichtiger, dass ich mich mit den Leuten irgendwie gut verstehe. Und was wäre denn deine absolute Traumrolle andersrum? Was wäre das, worauf hättest du Bock, wenn du es dir backen könntest? Meine Traumrolle wäre natürlich, also wäre für mich in irgendeiner krassen Literaturverfilmung von irgendeinem Buch, das ich total mega gut fand. Die Rolle kann noch so geil sein, wenn das Ganze drumherum mit dem Team irgendwie nicht stimmt, dann hat es auch irgendwie so einen faden Beigeschmack für die Rolle. Und bei mir ist es so, dass es für mich sehr wichtig ist. Du merkst gerade schon, es ist manchmal schwer, sich so auszudenken, was man eigentlich gerne machen würde. Wie wär's denn, wenn du einen Tag dein eigener Chef wärst? Wenn du dir was ausdenken könntest. Und wenn wir dir helfen auch noch dabei, ja. Wir haben nämlich ein Tool, ein Creative Design Tool entworfen. Wir haben uns ein Element für diese wunderbare Sendung ausgedacht, das heißt Son of a Pitch. Was ein Pitch ist, wissen wir alle, ne? Ein Vorschlag, den man jemanden unterbreiten sollte, der dann bestenfalls auch noch gekauft bzw. angenommen wird. Und heute spielen wir das mit Marisa Seelmeier. Stell dir vor, du pitchst jetzt deine eigene Serie oder deine eigenen Blockbuster, die du dann selber natürlich vertonst. Ja, genau. Also du musst natürlich erstmal das amerikanische Original drehen, das dann noch aufgezeichnet wird. Aber weil es ja sonst zu einfach wäre, wird das Ganze so ablaufen, dass du von uns, wir haben ein paar Wörter vorbereitet, so ein paar Trigger-Words, so 3 bis 4, die sind in so einer Salatschüssel, die wir hier aus der Küche genommen haben. Und da darfst du dann 3 bis 4 rausziehen und musst dann daraus einen Pitch entwickeln. Ja? Und dir überlegen, du hast dann so eine gute Minute Zeit, dir zu überlegen, wie könnte diese Serie aussehen oder Film. Oder auch Hörbuch, egal, ein Medium deiner Wahl. Und musst diese Begriffe alle einbauen. Und danach werden auch noch Sebastian Heigl und Sebastian Glate, das bin ich, jeweils einfach nochmal ein bisschen Name-Dropping. Ist kein Verbrechen. werden auch noch jeweils 4 Wörter ziehen und auch nochmal dir 2 Alternativvorschläge vorstellen. Und am Ende darfst du dann als Produktionsleiter entscheiden, was davon gedreht wird und welche Rolle du annimmst. Okay. Ist das ein Angebot? Wir spielen Son of a Pitch. If you're having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a pitch ain't one. Die Sebastians. Son of a pitch. Yes, sir, son of a pitch. Ich habe mir hier die Salatschüssel, die du gerade so schön angeteased hast, schon gekrallt und mit den Schnipseln. Ich mische das jetzt mal durch, damit es auch echt ist. Tommy Gottschalk-mäßig. Ran ans Mikro. So, unsere Gästin zuerst. 4 Zettel, you know the game. Etwas spachteln. Pornhub. Fußballtalent des Jahrhunderts. Morgenmantel. Oh, das sind 5 sogar. Das wird eine komplexe Handlung. Ja, Level Pro. Du, wer Pokémon spricht, kann auch 5 Zettel spielen. Oh Gott. Und Herrensauna. Also deine Wörter. Hast du eine Stoppuhr da? Ja, hab ich. Lies noch mal die Wörter. Lies noch mal die Wörter vor. Wenn du ready bist, sagst du Bescheid. Dann hast du 1 Minute und ein Audiosignal wird dich dann davon abhalten, weiterzureden. Also die Begriffe sind etwas spachteln, Pornhub, Fußballtalent des Jahrhunderts, Morgenmantel und Herrensauna. Okay. Ja, ich würde mal sagen, in aller Tommy Gottschalk-Manier, die Zeit läuft ab jetzt. Und go, 1 Minute. Mein Film, der in Amerika gedreht werden soll, der spielt in Kalifornien und es geht um einen wirklich unangenehmen Typen, der eine Herrensauna bei sich zu Hause hat. Er trifft sich dort mit seinen besten Freunden. Sie tragen Morgenmäntel und gucken Pornhub und dabei spachteln sie sich ordentlich Pizza rein. Und dann taucht auf der Sohn
dieses Moguls, der richtig uncool ist. Und der Sohn spielt richtig gut Fußball. Und das will aber der Vater möchte das nicht, dass der seine Fußballleidenschaft weiter ausübt. Der möchte, dass er ihm in seinen Fußstapfen in der Herrensauna. Ihre Redezeit ist abgelaufen. Das war das schöne Audiosignal. Die Frage ist, welche Rolle. Spoiler, das kommt dann im zweiten Teil. Welche Rolle in diesem Schauspiel wirst du spielen? Es kamen nur Männer vor. Ich bin natürlich die. Neutrale Erzählerin. Es begab sich. Mein Traumjob. Nein, ich bin dann die Managerin des Sohns, die dann auch den Vater überzeugen kann, dass der Sohn doch. Dass es eine gemischtgeschlechtliche Sauna wird. Ja, und keine Herrensauna. Dass es eine gemischtgeschlechtliche Sauna wird, dass gegendert wird und dass der Sohn die Fußballleidenschaft ausüben kann. Eine Herrensauna? Okay. Gemischtgeschlechtliche Sauna. Es gibt ja seit neuerdings, gibt es jetzt auch ein neues Geschlecht. Ne? Es darf jetzt bei der Geburtsurkunde jetzt, kein Scheiß, darf ein neues Geschlecht eingetragen werden. Positiv, stimmt. Genau. Der nächste Pitch, Sebastian Glate ist am Zug. Ich misch nochmal durch. So, go for it. Okay. Schauen wir mal, was ich da Schönes aus der Grabbelkiste gezogen habe. Bitte lesen Sie laut vor. Ich hoffe, es sind nicht nur meine, weil die sind viel zu witzig. Ich habe Weimarer Republik. Ein kleiner Junge mit Schlittschuhen. Klingt für mich, ja, historischer Film. Das sind wirklich nur meine. Verfolgt von der spanischen Inquisition. Okay. Baumarkt. Und hyperintelligent. Es ist ein Traumplot. Ich habe jetzt schon den Film. Ja, ich glaube, den. Und alles so im letzten Jahrhundert Ästhetik. Also, pass auf. 3, 2, go. Okay. In der Hauptrolle ist ein kleiner Junge mit Schlittschuhen. Und es bleibt von vornherein eigentlich ein Geheimnis, warum dieser kleine Junge Schlittschuhe mit sich führt. Das wird dann im Laufe der Serie, die in der Weimarer Republik, übrigens kurz nach der Erfindung des Schlittschuhs, das wissen ja die wenigsten, dass der gemeine Schlittschuh erst 1922 auf den Markt kam. Der Schlittschuh per se, ja genau. Alles andere davor hieß anders, es waren einfach nur Eisrollschuhe. Genau, also ein kleiner Junge mit Schlittschuhen in der Weimarer Republik, der sich ohne seine Eltern wiederfindet und er hat ein Problem. Er wird nämlich verfolgt von der spanischen Inquisition. Da kommt jetzt das Sci-Fi-Element der neuen Serien, die so in generell rein. Die spanische Inquisition ist nämlich durch die Zeit gereist, um den kleinen Jungen zu verfolgen, weil er hyperintelligent ist. Und sie glauben, wenn sie ihn zurück in ihr Zeitalter bringen, dann kann er die Probleme der spanischen Inquisition, sprich Ketzerei, lösen. Das Ganze endet dann in einem furiosen Finale in einem Baumarkt. Und Ihre Redezeit ist abgelaufen. Genau, auch hier waren leider, ja genau, und die Anführerin der spanischen Inquisition. Geile Rolle. Ja. Okay. Martina de la Sosa Grande Arminiano Drei. Das wäre deine Rolle dann, Marisa. Ja, okay. So. Gut, danke für den Vorschlag. Ihr hattet 5 alle, oder? Ja. Ja. Gut. Ja, ich habe 4 auf einen Haufen. Den hier noch. So, ich hatte entführt von Aliens, Thomas Gottschalk, Internet Explorer, Observation in einem Van und Zirkus in Dänemark. Okay, deine Zeit läuft ab jetzt. Also, die Aliens kommen zur Erde und observieren Thomas Gottschalk in einem Van. Der versucht gerade durch mit seinem Internet Explorer, dem Browser seines Vertrauens, ein Loch ins Raumzeitkontinuum zu schweißen, um dadurch ganz schnell zu seinem Lieblingszirkus in Dänemark zu kommen. Thomas Gottschalk wird aber, weil wir im Jahr 2017 sind, von einer Frau gespielt. Veronika Ferres. Von Veronika Ferres, die genau noch synchronisiert werden muss, weil sie nicht mehr Wörter als 5 kennt. Und am Ende schafft es Thomas Gottschalk dann mit Hilfe der Aliens nach Dänemark geflogen zu werden. Er darf da sein Trapez-Ding machen und wird dann aber als Ausgleich mitgenommen, muss oben die Neuauflage von Wetten, dass in Alien-Form moderieren. Dann kommt ein Space-Markus Lanz, der halb Cyborg, halb Pommes ist. Also und, jetzt. Moderiert das den Grund und Boden und dann ist es auch ein Flop im Cyber-ZDF. Boom!
Unter einer Minute. Skra. Okay, ja. Und jetzt darf ich entscheiden. Spannung. Ich wollte nur sagen, du, der Tommy Gottschalk, der macht auch alles für Geld in letzter Zeit. wir fassen noch mal kurz zusammen. Ja. Also, Sebastian, ja, was hattest du noch? Ich hatte der Pornhub, Gucker. Die Herrensauna und der Fußballspieler. Genau. Ich hatte den kleinen Jungen mit Schlittschuhen in der Weimarer Republik, der von der zeitreisenden spanischen Inquisition verfolgt wird. Yep. Und Sebastian Heigl hatte? Tommy Gottschalk in seiner Outer Space-Reise, weil Bayerischer Rundfunk und ZDF reichen ihm nicht mehr. Jetzt muss er in einen Zirkus nach Dänemark. Was es damit auf sich hat, schaut euch den Film an. Also, ich muss sagen, bei die Thomas Gottschalk-Geschichte hätte mich eigentlich überzeugt, aber ich finde, Thomas Gottschalk muss von Thomas Gottschalk gespielt werden. Weil, wie man aus der Monaco-Franz-Folge kennt, ist als Türsteher, ja, als Türsteher. Thomas Gottschalk, der beste Schauspieler aller Zeiten. Servus Monaco. Servus Monaco, die gehen nicht mehr in Disco, die sind jetzt alle in der Katzmeierstraße im Waschsalon, oder? Alter. Geht in Richtung, aber allein dieses Servus Monaco. So sau unnatürlich. Deswegen, ich würde auch gerne Thomas Gottschalk synchronisieren, deswegen gibt es da bei mir Abzüge. Meine war scheiße, die nehme ich gleich, darf man das sagen? Darf man sagen. Wobei scheiße, wir auch scheiße, deutliche scheiße. Genregrenzen hatten, ne? Ja. Also deiner war total, sehe ich, im Mafia-Milieu, zu ja, der frühen total. 60er. Deiner ist einfach eine historisch angehauchte deutsche Produktion ja. mit Filmfördervorgeldern aus Bayern, die irgendwie in der HFF zwei Absolventen gedreht haben, mit so einem kleinen Kind, das dann am Ende weint oder so, weil die Schlittschuhe weg sind. Das mit den Schlittschuhen wird übrigens erst in der zweiten Staffel aufgelöst. Ach, meins ist einfach Trash. Serie. Meins ist Tele 5 am Sonntag. Ja, ist schon eine Serie, weil da gibt es immer viele Cliffhanger, weil so die spanische Inquisition und das Kind sich immer jagen. Also ich entscheide mich tatsächlich für die spanische Inquisition. Yes! Und das, meine Damen und Herren, war die erste Ausgabe und hoffentlich nicht die letzte von Son of a Fucking Pitch. If you're having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a pitch ain't one. Die Sebastians. Son of a pitch. Warum hast du dich dafür entschieden? Er hat so schnell den Closer gespielt. Ja, fand ich von der Rolle her am interessantesten und auch von dieser von der Story her hat es mich am meisten gecatcht und habe ich lang dran gearbeitet. Ja, ich liebe Filme und Serien, die in früheren Zeiten spielen, finde ich super. Kannst du Dialekte? Muss man da auch haben, oder? Als Synchronsprecher. Also gerade arbeite ich an meinem Schwäbisch. Ich habe da auch jetzt einen Sprachcoach, die Kati aus Stuttgart, die mir ein bisschen hilft, damit ich das irgendwann mal schwätzen kann, richtig. Und das ist mir schon sehr wichtig, dass ich das drauf habe. Wir sind ja nicht nur ein reines Format der stumpfsinnigen Unterhaltung. Wir wollen auch gerne am Ende nochmal so einen kleinen Mehrwert den Gästen geben, so ein Zuckerl, sowas zum mit nach Hause nehmen, ne? Und da haben wir uns überlegt, so, wir wollen mal einen Tipp geben. Ne? Genau, und da du ja aus der Szene bist, also muss jetzt nichts sein, was du oder ein paar Kumpels von dir sprechen, aber hast du vielleicht einen Tipp, Serie oder Film, ganz egal, was du den Leuten da draußen empfehlen kannst? Game of Thrones und Stranger Things zählt und nicht. Und Liv und Maddie auch nicht. Also, wobei, das werde ich mir schon mal anschauen. Was ich empfehlen kann, was ich geguckt habe, ist die holistische Detektei Dirk Gently. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel ist, aber es gibt es auf Netflix. Und das fand ich eine sehr gute Serie, die nicht so bekannt ist. Und auch gerade angefangen habe ich mit, wie heißt der, Tom Hiddleston oder so, kennt ihr den? Ja, das Loki aus The genau, Avengers. Ja, der hat in, sehr gut, der hat jetzt eine Serie gerade, da spielt auch übrigens der Dr. House mit, ich weiß nicht. House. Ja, weiß ich den Namen eigentlich auch, Hugh Laurie. Hugh Laurie, ja, ha. Sehr gut. Was ist los mit dir heute? Ja, Chapeau. Das ist der Glatte. Die haben eine Serie spielen eine Serie, die heißt The Night Manager und die habe ich gerade angefangen. Kann aber noch nicht klingt so ein bisschen nach dem, was du vorhin gepitcht hast, ne?
The Night Manager. Ja, wahrscheinlich, weil ich... Haben die doch eine Herrensauna. Wichtiger haben die Produzenten auch so eine Schüssel, wo die Begriffe raus. Ich glaube, es wird Zeit, die erste Folge jetzt zu schließen. Marisa, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast und dass du mit uns dieses kleine Experiment gewagt hast. Du warst eine wunderbare erste Gästin. Komm, ich habe richtig Knoten. Marisa, vielen Dank, dass du da warst, dass du dieses kleine Experiment und den ganzen Blödsinn mit uns mitgemacht hast. Du warst eine wunderschöne und wunderbare Gästin. Vielen herzlichen Dank. Oh, auch danke, dass danke du schön euch aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Genau. Wenn ihr wissen wollt, mit wem Marisa Sedlmayr sonst noch alles verwandt ist, ja. Ja, du hast ja auch einen Uropa, der ganz, oder Opa, Uropa, der ganz... Das ist Uropa. Die Verabschiedung, Sebastian. Ja, aber das ist ja so der Spoiler zum Checken. Es gibt ja okay. noch was zum Nachlesen, ja. ne? Uropa. Uropa. Spoiler-Alarm. Vor allem die Älteren unter euch kennen. Ne? Ja. Und vor allem auch ein herzliches Dankeschön von unserer Seite, dass du dich bereit erklärt hast, unsere schönen, netten, kleinen Zwischeneinspieler zu sprechen. Freut uns natürlich, stimmt, dass eine Profistimme da ist. Und wir werden sie hegen und pflegen. Eine holprige erste Folge, aber eine schöne erste Folge. Finde ich nicht. Ich fand's toll. Misi, wie fandest du es? Ich fand's sehr toll. Damit, um das endlich abzuschließen, eine meiner Lieblingsverabschiedungen kommt aus dem Englischen. Wenn nämlich jemand zu dir in so einer leicht gedämpften Stimme sagt, take care, brother. Ja, das finde ich immer nett, weil das sagt nicht nur so auf Wiedersehen, sagt auch pass auf dich auf. Pass auf dich auf. Und das finde ich schön. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir melden uns bald mit der nächsten Folge wieder und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Viel Zeit, ja, Papa. Ciao. Ein humoristisch angehauchter Podcast. Achtung, kann Spuren von Westentaschen psychologischen Tendenzen aufweisen. Infos und Hilfe unter www.facebook.com/diesebastians. Die Sebastians. Der Podcast mit Sebastian Glate und Sebastian Heigl. Mit freundlicher Unterstützung von AFK M94.5. Und vom Sessel aus lässt sich auch bequem die Lautstärke regeln. Die Sebastians. Ich habe keine Ahnung, ich bin einfach rausgegangen und da war es einfach, war ich draußen.